Hamburg ist eine prosperierende Stadt. Zwischen Rissen, Rahlstedt und Roter Baum, Finkenwerder, Farmsen und Fuhlsbüttel, Bahrenfeld, Billstedt und Bergedorf und Harburg, Hafen City und Harvestehude wächst und gedeiht unsere Stadt. Hamburg ist lebenswert, vielfältig, facettenreich und Hamburg entwickelt sich. Und alles das, meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht etwa wegen, sondern trotz des rot-grünen Senats. Ja. Hamburg profitiert von einem schon lange anhaltenden Trend der Reurbanisierung. Während die Bevölkerungszahl bundesweit stagniert oder gar sinkt, steigt die Einwohnerzahl in den Großstädten, so auch in Hamburg. Und die Zuwanderung bezieht sich auf die unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen. So suchen nicht nur junge Menschen, übrigens mit und ohne Migrationshintergrund, ihr Glück in der Stadt, sondern auch Ältere zieht es in die Metropolen. Das kulturelle Angebot, die kurzen Wege, die gute Versorgung oder die Nachbarschaft ziehen die Menschen in die Stadt. Aber Menschen verändern sich auch, verändern ihre Ansprüche, ihre Sicht, ihre Lebensgewohnheiten und ihre Bedürfnisse. Deshalb brauchen wir keine Erhaltensverordnung, die Menschen vor ihrer eigenen Entwicklung beschützen, sondern mehr Mut zur Veränderung. Ja, Frau Sudmann, hören Sie genau zu. Veränderung ist Entwicklung, Veränderung ist Zukunft und nicht Verdrängung, wie es die schlecht gelaunten unter Ihnen uns immer wieder weismachen wollen. Und während Sie, meine Damen und Herren von Rot-Grün, den Herausforderungen nach bezahlbarem Wohnraum mit Reglementierung und Bevormundung begegnen, setzen wir auf Anreize, privatwirtschaftliches Engagement und die Gestaltungskraft des Einzelnen. Während die Rahmenbedingungen, die Zinssituation und die allgemeine wirtschaftliche Lage für das Bauen nicht so positiv, würden von Genossenschaften, Wohnungsunternehmen und anderen Investoren nicht annähernd die 10.000 Wohnungen gebaut, für die Sie sich hier regelmäßig abfeiern. Dann sehe es auch mit dem Bündnis fürs Wohnen ganz anders aus und die faktisch gescheiterte Mietpreisbremse wäre Ihnen schon längst um die Ohren geflogen. Aber Sie haben Glück, Herr Kienscherf, und somit fallen Ihre Fehlleistungen zurzeit nicht so ins Gewicht. Schön war auch die Erkenntnis im letzten Stadtentwicklungsausschuss, dass Ihr verkorkster rot-grüner Effizienzwohnungsbauantrag, wir haben schon davon gehört heute vom Senat, nur teilweise und vor allem ohne die grünen Absurditäten umgesetzt wird. Das lässt wirklich hoffen. Aber kommen wir zu den haushaltsrelevanten Anträgen. Im Gegensatz zu den vielen Anträgen des heutigen Tages liefern wir Ihnen auch im Bereich Stadtentwicklung wie gewohnt nur ernsthaft gegenfinanzierte Vorschläge. Ja. Das Rahmenprogramm Integrierte Stadtentwicklung Riese ist ein vernünftiges Instrument, wenn es denn über Kennwerte gesteuert wird, die auch über Erfolge und Misserfolge der eingesetzten Mittel Auskunft geben. Dies ist momentan nicht ausreichend der Fall und somit fordern wir hier mit Drucksache 7058 ergänzende Kennzahlen. Die kosten kein Geld, führen aber dazu, dass Investitionen in Stadtentwicklung sinnhaft und ressourcenschonend eingesetzt werden. Stichwort Ressourcen. Unsere städtischen Flächenressourcen sind begrenzt. Deshalb sollten gemäß unseres Antrages Drucksache 7067 wesentlich größere Anstrengungen unternommen werden, kontaminierte Flächen zu sanieren, um sie dem Wohnungs- und Gewerbebau zuzuführen. Durch Verkäufe städtischer Immobilien außerhalb der Landesgrenzen, die nicht der Erfüllung staatlicher Aufgaben dienen, kann dies vollständig finanziert werden. Eine Kürzung des Kulturetats dagegen, wie es die AfD zur Gegenfinanzierung dieser Sache fordert, kommt für uns nicht in Frage. Mit unserem dritten Vorschlag, Drucksache 7057, möchten wir die Vielfalt im Wohnungsangebot stärken. Einerseits brauchen wir mehr Belegungsbindung, um flexibler, gerade Menschen mit besonderen Zugangsschwierigkeiten zum Wohnungsmarkt unterzubringen. Andererseits müssen wir den Wohnungseigentumsanteil deutlich stärken und Menschen motivieren, frühzeitig in die eigene Immobilie zu investieren. Wohneigentum ist die allerbeste Altersvorsorge, die nicht nur wohlhabenden Menschen vorbehalten sein darf. In Zeiten geringer Kreditzinsen kann die Finanzierung der eigenen Immobilie günstiger sein als eine Miete jenseits der 10 oder 11 Euro. Anstatt aber, wie es der Senat vorsieht, den Anteil an geförderten Eigentumsneubauwohnungen zu senken, sollte das Gegenteil der Fall sein.
Zur Gegenfinanzierung halten wir die Senkung geförderter Modernisierung für angemessen. Moderne Stadtentwicklung braucht Vielfalt, die sich nicht nur aus Gebäudetypologien ergibt, sondern vor allem aus ihrer Bewohnerschaft. Im Drittelmix ist es möglich, unterschiedliche Gruppen zusammenzubringen. Das ist gut und richtig. Im Unterschied zum linken Rand des Hauses streben wir allerdings ein Volk von Eigentümern und nicht Transferempfängern an. Wir Freie Demokraten wollen, dass jeder Mensch in Hamburg seinen Lebensplan verwirklichen kann, ganz egal, wie dieser aussieht. Wir trauen Menschen etwas zu. Wir trauen ihnen zu, Verantwortung zu nehmen für sich selbst und auch für andere. Vielen Dank.